grüß die Hand die Damen, grüß euch die Buben. Es geht wieder los, das neue, nächste Abenteuer steht am Plan. Wir sind jetzt im Baltikum, genau genommen in Estland. Wir sind vor ungefähr 2,5 Stunden in Tallinn angekommen, haben unseren Mietwagen gecheckt und wollen jetzt gleich im Supermarkt einkaufen. Und jetzt geht's an unsere erste Station, Vainupea. Da sind wir ziemlich am Meer. Also wir werden da zu Fuß hingehen und zum Meer. Mit der Fischerei wird es noch nicht gut ausschauen. Aber das haben wir gewusst am Anfang. Übermorgen sind wir dann in der Bärenbeobachtungshütte, aber das werden wir eh sehen dann alles. Und dann geht's weiter und hoffentlich los zum ersten Mal fischen. Ob es da was zum Fangen gibt? Also geben die jetzt sicher was, wie immer. Aber ob wir was sehen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das kennen wir eh von meinen Ausflügen ins Ausland. Drum kann ich im Moment noch nicht viel sagen. Ne? Also wir werden jetzt ungefähr bis Vainupea, schätze ich mal, eine Stunde fahren noch. Ja, mehr, wie gesagt, mehr gibt es auch nicht zum Sagen im Moment. Ne? Kann ich an der Stelle wieder nur sagen, häng los und halt Land, Sludge Fishing Estonia. Ganz Heimat der Braunbären, Elche und Wölfe. In so einer Ecke wollen wir überhaupt noch nie. Alles dann, let's go, Rock'n'Roll. Es regnet. Ne? Okay, das haben wir auch noch nie gehabt im Urlaub schon. Wir hoffen mal, dass das nicht auf die Dauer so sein wird. Ne? Regen. Und man muss dazu sagen, es ist nicht wirklich warm draußen. Also, was haben wir? Zeigt uns das Auto an. 14 Grad. 14 Grad. Da kommst du von 35 auf 14. Naja. Wir wollten schon nicht heiß haben, aber das haben wir jetzt. So viel zum Thema. Da fahren wir ein bisschen an den Wörtel. Mhm. Und dann schauen wir in die Mails rein und navigieren uns. Was ist da? Thank you.
Die Damen, grüß euch die Buben. Wir befinden uns jetzt auf unserer dritten Station, das erste Mal fischen. Wir sitzen da im Osten von Estland an einem kleinen Fluss. Wie der heißt, weiß ich leider nicht. Die Ortschaft heißt Palamuse. Ich sitze am Ende vom Fluss, also am Ende vom Fluss will ich nicht sagen, aber es ist wie ein kleiner Stauraum. Ich werde es nachher ein bisschen zeigen. Es fängt jetzt wieder zum Regen an, es ist ziemlich Arsch, aber was willst du machen? Ne? Aktuelle Außentemperatur haben wir von 14 Grad. Das ist nicht viel, aber wenn ich denke, daheim haben wir 35, dann ist das nicht so unangenehm. Ne? Anstecken habe ich natürlich mit einer 10er-Kugel und einem kleinen gelben Popper draußen liegen. Ich weiß nicht, ob es da Karpfen gibt. Ich habe gestern kurz probiert mit der Matcher, also mit der Matcher-Routen ist auch ein Blödsinn, weil ich habe ja nur meine Reiserouten mit. Aber mit Schwimmer gestern probiert und habe tatsächlich mein erstes Rot angefangen können. Das war nicht so schlecht eigentlich. Ob es Karpfen gibt, keine Ahnung. Weiße dürfte es auf jeden Fall geben. Ich habe trotzdem mein Grundstecken draußen liegen jetzt. Und jetzt werden wir mit dem Weigler versuchen, dass wir da ein paar Rotaugen oder andere Weiße klopfen. Ne? Futter habe ich nicht viel mit. Klassische 10er-Kugeln. Gugaruts, estnischen. Mehr habe ich nicht. Ne? Am Weigler werden wir fischen. Zwei Gugarutzkernlern und eine Kunstmade. Ihr könnt das ja nachher probieren, dass ich ein paar Wirm grab, aber schauen wir mal. Ja, mehr gibt es auch nicht zum Sagen. Wie immer, hang loose that lines. Rock'n'Roll Estland, ne? Sludge Fishing. Let's go! Meine neueste Errungenschaft, unpackbar geil, primitivst, aber edel, das ist das. Kommt eigentlich aus dem Bogenjägersport, ist ein Thermesit, das ist nichts anderes, wie so eine dicke Matten, mit der man im Gart sitzen kann, ohne dass man nass wird und ohne dass von kalt unten raufkommt. Ne? So die Bogenjäger sitzen ja oft tagelang irgendwo und rühren sich keinen Millimeter. Das werden wir nicht machen, aber ja. Da ist natürlich super zum Sitzen. Ne? Das heißt, wir werden uns das da irgendwo platzieren. Nur sehe ich da den Weg ja nicht, wenn ich da unten sitze, ne? Hinter dem Schiff. Aber so schauen wir aus. Ne? Es ist alles nicht so einfach, wie immer. Mein Weglersystem, mein Stecken. So, da ist mein Kunstmaden. Sieht man das? Jawohl. So, der. Zwei Gugarutzkernel und die Maden. Ne?
wird schon was gehen. Wenn nicht, ja, auch wurscht, ne? Wurscht, entschneidert sind wir gestern schon gewesen. Hab nicht gefilmt, weil ich mir gedacht hab, da geht eh nichts. Ja. Aber, ja. Wer weiß, vielleicht ist diesmal alles anders und ich fange mit deppert. Ich glaub zwar nicht, aber. So der. Morden, zwei Kugelutzknämmel. So schaut das aus. Wird schon gehen. Oder auch nicht. Was ist da? Gehst. In Ordnung. Werfen ist natürlich auch nicht leicht. Schleider, estnischer Kugelrutz, Rock'n'Roll. Tja, Wägerfischen eingestellt. Der Wind und die Strömung ist zu geschissen. Zumindest auf dem Spot, wo ich da sitze jetzt. Gestern habe ich bei mir vom Steg probiert ein bisschen. Da dürfte es besser sein, aber mir treibt es die ganze Zeit den Rotz in irgendein Kraut ein, sofort hängen. Fischen wir halt auf Grund, ne? Wir haben ja Zeit. Heute zumindest den ganzen Tag. Morgen geht's dann weiter. Da brauche ich wenigstens keine Angst von den Bären und von den Wölfen haben. Da am Fluss. Also Angst. Respekt. So schauen wir aus. Der gute Rohtag. Grundfischen ist doch intelligenter, wie es mir erscheint. Releasen. Jawohl, die Ruhe. Zwei Kugelrutzkerl und ein Kunstmaden. Back on track, sag ich nur. Kugelrutz. Zaubermaden. Und aus am Spot. Fucking hell. Tja, so kann's da gehen. Ja, grüß dich, die Damen, grüß dich, die Buben. Es
geht weiter zur nächsten Station. Wir bewegen uns jetzt ganz in den Süden von Estland. Die Ortschaft, die wir ansteuern, heißt Vastselina, obwohl wir nicht dort wohnen, sondern an irgendeinem fetten Teich. Dort, glaube ich, gibt es keine Ortschaft, da gibt es keinen Namen. Da haben wir Straßen keinen Namen und es gibt keine Adresse, nicht. Also werden wir noch GPS fahren müssen, das ist überhaupt ein Menü. Ja, dort werden wir die nächsten zwei Nächte verbringen und ich werde natürlich wieder meine Stecken einlegen. Ne? Also schauen wir, ob du da was zu fangen ist. Ne? Jetzt haben wir ein paar Rotaugen gefangen, zumindest besser als nichts. Das ist eigentlich was ganz was Neues in einem Urlaub. Am ersten Gewässer schon was fangen, das hat es noch nie gegeben. Also gehen wir mal davon aus, dass das hoffentlich so weitergeht und vielleicht was Größeres einfährt. Aber wie wir ja gewusst haben, da in Estland ist nicht unbedingt das Monsterparadies, was Fische angeht. Ja, gut, wir sind natürlich nicht nur wegen Fischen da. Aber schauen wir, vielleicht gibt es dort einen Karpfen. Wenn nicht, gibt es sicher ein paar Weiße, auf die wir fischen können. Ich werde es wieder machen, wie immer. Haben wir ja einen Grundstecken und einen Wägler, eventuell. Gut, ich kenne natürlich die Bedingungen noch nicht, den muss man sich vor Ort anschauen, aber zuerst müssen wir es einmal finden, die Ecken. Ne? Also, schauen wir. Bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, wie immer, Englos, Ted Lenz, Sludge Fishing, Estland, Rock'n'Roll. Wir sind da. Mir fehlen die Worte. Es ist absolut geil. Einfach, ich werde euch das jetzt gleich zeigen, was da los ist. So stelle ich mir das vor. Also wir werden die nächsten drei Tage sicher kein Menschen sein. Also die Lachen ist verdammt fett. Verdammt fett. Also, und ich sehe da kein anderes Haus. Und bei mir da im Hintergrund ist noch so ein Sumpf. Sumpfwasser. Ob es da Fisch gibt, gäbe, man kann es nicht sagen. Da kann es alles geben oder nichts. Ne? Optik, Landschaft, absolut geil. Hinten direkt am Wasser. Also, das ist die Hütte. Im Hintergrund sieht man schon das Wasser. Ich werde jetzt da gehen und dann zeige ich das einmal kurz. Das ist arg da. Also, da gibt es sicher alles, was ungut ist. Bären, Wölfe. Temperaturen sind auch halbwegs moderat, ich schätze 16, 17 Grad. Absolut geilstens. Schaut einmal, Stickel 4. Also, es ist das Ärgste eigentlich. Ich bin immer mehr begeistert von Holland. Also jeden Tag, wo ich mehr da bin, wird es geiler irgendwie. Also, schauen wir mal da runter schnell, zu den Sumpflocken. Also, ist kein Deppert, hey. Das ist genau meins. Da hätte ich wohnen. Okay, dann Winter gibt es natürlich da und nicht zu knapp vermutlich. Schauen wir mal, was ist da für Schnur? Ja, Waldus.
Alter, geilstens. Alter, da wird schon sumpfig. Moosig. Oh. Herobieren. Schaut euch das an. Bist du denn? Box nicht, das ist geil. Das ist wirklich geil. Schon viel geile Sachen gesehen, aber das ist ganz cool dabei. Sumpfig. Da passt. Okay, da passt wahrscheinlich nicht mehr weitergehen. Bin ich gleich weg. Schwimmen in die Insel. Ich mache aber keinen Schritt mehr. So, jetzt schaut sich die Optik an. Das ist die kleine Sumpfrocken. Ärgste, oder? Kein Mensch breit und weit. Bei der ist das im Gag. Aufpassen. So da. Und jetzt da. Kommen wir zu unserer. Wo wir hausen. Oder? So. Ist das geil oder nicht? Das ist geil. Und nicht klar. Oida, oida, oida. Und ich sehe da keine andere Hütten auf dem Wasser. Oh ja, da vorne glaube ich. Ultimativst. Da, Sumpftretboot. Weltklasse. Da haus mal. Nicht so übel, oder? Jawohl, das Wasser hat die Urge fort. Wie im Amazonas. Nur 25 Grad kälter. Fett, ey. Fett. Wirklich fett. So, wenn wir uns mal einrichten. Schauen wir weiter. Rock'n'Roll, ey. Da noch mal ganz sanftes Equipment. Zwei Geschirrten. Zwei Ruten. Banksticks, Piper. Sitzmatten, Kescher. Suis und Google Roots. Ein paar Popper haben wir auch natürlich. Ja, wird. Have fun, let's go, ne? Liebe Leute, leider hat sich bis jetzt nicht viel da, außer ein paar Piper. Und dann sind jedes Mal meine Kukurutzkernl abgebissen. Also bis jetzt dürfte das Monster Rodak oder die Mörderschleien noch nicht vorbeikommen sein. Oder sie sind extrem vorsichtig, man weiß es nicht. Ja, eine Nacht habe ich noch. Schauen wir, ob da noch was geht. Wenn nicht, wie immer, können wir auch nichts machen. Ja. Der Platz ist auf jeden Fall, wie ich gestern schon gesagt habe, absolut geil, auch wenn wir nichts fangen. Aber ja, so schaut es immer aus, ne?
wenn man die Welt bereist und nichts über die Wasser weiß, wo man fischt. Man weiß nicht, was drinnen ist. Man weiß nicht, wo es einen Sinn macht. Man kann nur probieren, wie immer. Ne? Ja. Zwischendurch gibt es noch einen Wild Snack. Wild Boar Jerky. Weltklasse. Wildschwein Jerky. Vorgestern habe ich einen Sackel Hirsch Jerky gegessen. Aber die Wildsau. Ist fast noch besser. Wahnsinn. Ideal. Jetzt noch Schleien abrauf. Das war's. Ich habe nämlich mittlerweile herausgefunden, dass es da angeblich monströse Schleien gibt. Karpfen habe ich leider nichts gefunden. Wahrscheinlich gibt es keinen. Aber ja, über anstecken, ganz am Ufer liegen, bei dem Schiff, den anderen vielleicht 30 Meter draußen, der ganze See ist nicht tiefer wie 3,5 Meter. Also, ja. Ja, vielleicht brauchst du gar nicht suchen, ne? Kann ich gleich am Ufer fischen. Und mein Wildschwein-Jerky essen. Schau mal, ob da was geht. Ein Monster-Schleifler. Wer es nicht probiert, der wird es nicht wissen, ne? So, obligat wie in jedem Video, muss natürlich auch mal eine Nahrungszubereitung und Aufnahme dabei sein, ne? Wie immer. Ja, ich werde jetzt ein Feuer im Grill machen und dann werden wir uns schöne Spieße machen. Wir haben nämlich einen super Brocken Rindfleisch, Zwiebeln, ja, mehr brauchst du nicht eigentlich, ne? Oder Paprika haben wir auch noch, aber ja, schauen wir, was wir zusammenstellen können. Wenn wir uns ein gutes Papperl machen. Da bei der hohen Luftfeuchtigkeit das nicht immer lustig ist, Kohlen auch zum Harzen, das haben wir schon festgestellt, werden wir das jetzt da wie gestern mit dem Holz machen und da die Kohlen drauflegen, weil deppert kann man sein, nur zum Helfen muss man es wissen. Die Hälfte von unserem Fleischbrocken. Ich werde den einmal aufschneiden.
schaut mir schon nicht so übel aus. Wird ein bisschen dauern, aber ja gut, wir brauchen ja ein bisschen Zeit. Schaut man jetzt schlecht hin, ne? An dieser Stelle muss ich gleich noch einmal einen ultimativen Kauf positiv hervorheben. Danke an den Reini Rossmann, der mir das Messer geschmackig gemacht hat. Das ist wirklich die feinste Abteilung. Bulgarische Herstellung, Manly, Patriot. Absolut geil, liegt super in der Hand, schneidet die Hölle bis am Grund und kostet einen relativen Scheißtrick für so ein Messer, also ich glaube 45 Euro oder so, also kann das jedem nur empfehlen, absolut geiles Gerät, wirklich. Weltklasse. Das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Rock'n'Roll halt. Na, hab ich sehr aufgeheim. Jawohl. Wägler-Fishing. Thank you.
Karten. Mit einer Sicherheit kriegt man Drucker. Absolut geil. Wenigstens noch ein paar Fische gefangen. Zweite Gewässer geknackt, wo wir fischen. Geknackt, Alter. Das verkaufe ich natürlich nachher als ultimatives Roach Hunting-Video. Alles andere wäre Blödsinn.
küsst die Hand, die Damen, grüß euch die Buben. Wir sind seit gestern Abend an unserer neuen Location angekommen. Wie heißt es? Eistwehre. Zur Abwechslung schießt wieder mal. Wie eigentlich jeden zweiten Tag. Ich habe noch keine Stecken aufgebaut, Gott sei Dank, weil sonst war ich jetzt wascheln aus. Ne? Ja, schauen wir, ob das hoffentlich später irgendwann aufhört, aber es wird heller wieder am Himmel. Ja, und dann werden wir uns vielleicht runtersetzen, wenn es aufhört, weil im strömenden Regen setze ich mich sicher nicht hin. Ja, ich habe gestern schon ein paar fette Rotaugen schwimmen gesehen. Ja, wird es wieder mit dem Weg losgehen. Die Roach Hunt. Ja, ich hoffe nur, dass es aufhört, weil sonst gibt es auch keine Grillerei und wir können wieder kalt essen wie gestern, auf das ich natürlich nicht so heiß bin. Weil wenn ich da schon in der freien Wildbahn bin, will ich auch mein Fleisch am Griller haben. Ne? Alles dann, hoffen wir aufs Beste, dass der Regen aufwacht. Hängel aus der Beins. Schottergrube, sage ich schon wieder. Ich bin schon so manisch. Wie muss ich sagen? Estland. Estland? Ah ja, genau. Hey, Lusted Lands, Sludge Fishing, Estland, Rock'n'Roll. So schaut's aus. Unser Reise nach Estland ist mehr oder weniger vorbei. Vom Fangtechnischen war es jetzt nicht so sensationell, aber in welchem Urlaub ist es schon? Alles andere wäre eigentlich ein Wunder gewesen. Wir haben ein paar Fische gefangen, zumindest. Auch wenn es nur Rotaugen waren. Aber es macht ja nichts. Ne? Wie gesagt, wie schon öfters gesagt, ist das ja nicht unser erstes Ziel gewesen, bei so einer Reise unbedingt die Monster zu fangen. Da geht es im Prinzip mehr um neue Gegenden zu erkunden, neue Ecken dieses Planeten zu sehen, solange er noch halbwegs in Ordnung ist. Und der Jüngste bin ich auch nicht mehr. Über der Hälfte bin ich auf jeden Fall schon vermutlich, ne? Mit knappe 47. Aber ja, vielleicht Geschichte noch als Wunder und ich wäre 100, aber ich kann mir es nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Ja, Resümee. Ein absolut geiles Land, vor allem wenn man so fette Braunbären hautnah erlebt, ist das einfach ein unbeschreibliches Erlebnis. Das kannst du nicht leicht irgendwo sonst erleben, bei uns schon gar nicht. Ja, ja, die Wälder sind der absolute Traum, die Ruhe, die Wildnis. Also ich kann das jedem nur empfehlen, sich das einmal anzuschauen. Also das Baltikum ist ein Traum, wie gesagt. Jetzt haben wir noch zwei Tage. Jetzt geht es dann nach Tallinn. Die letzten zwei Nächte werden wir in Tallinn verbringen. Und da wird es natürlich nicht wirklich ein Wildlife geben. Der urbane Dschungel, der ist dort auch daheim. Ne? Ja, das war es im Großen und Ganzen. Keine Sensationen. Aber für uns war das ein absolut geiler Urlaub und ich bereue keine Sekunden, dass wir uns das gegeben haben. Bleibt an dieser Stelle wie immer nur zum Sagen, Hang Lusted Lions, Sludge Fishing, Estland, Rock'n'Roll. Geil war's.
Thank you.